Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und hier haben wir HPs günstiges Pavilion Gaming. Das ist ein erst letzte Woche vorgestellter Gaming-PC von HP eben. Und was wir hier drin als Hardware haben, ist eben ein Intel Core i5-Prozessor der aktuellen Intel Skylake-Generation, also die sechste Generation. Und als Grafikkarte haben wir eine GeForce GTX 950M mit 4 GB dedizierten Speicher. Daneben gibt es 4 GB an Arbeitsspeicher. Das heißt, man wird die Shared Memory nicht benötigen, weil man eben den 4 GB Speicher hat von der Grafikkarte, was für ein Gaming-Notebook auch ziemlich respektabel ist. Ansonsten haben wir hier im Gegensatz zum HP Omen, das ist HPs High-End-Gaming-PC, eine grün hintergrundbeleuchtete Tastatur und auch einen wesentlich günstigeren Preis, denn dieses Notebook wird in den USA ab einem Preis von $899 erhältlich sein. In Österreich bzw. Deutschland gibt es noch keine genauen Details dazu, wir denken aber auf jeden Fall, dass es unter 1000 Euro kosten wird. Als Anschlussmöglichkeiten haben wir hier auf der linken Seite einen DVD-Anschluss, hier dann den SD-Karten-Slot, genauso wie oben die USB-Ports wie bei der Star Wars Edition, dann einen Gigabit-LAN-Port und den Ladeanschluss. Und wenn wir jetzt auf die andere Seite schauen, dann haben wir hier einen Full-Size-HDMI-Port, einen USB-Port, dann auch den 3,5 mm Klinkenstecker und hier dann noch einige Leuchten zur Auslastung der Festplatte und natürlich die Anzeige, ob das Gaming-Notebook eingeschaltet ist. Ansonsten haben wir hier oben noch die Lautsprechergrille und diese werden eben von Bang & Olufsen betrieben. Das bedeutet eben, dass wir hier eine von Bang & Olufsen zertifizierte Hardware drin haben und vermutlich auch einen Equalizer vom High-End Audiohersteller. So, das war's auch schon von mir und vom HP Pavilion 15, das mir jetzt relativ leicht vorkommt für einen Gaming-PC. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!